Guck mal, hier stehen so viele Autos und es läuft. Nice. Yo, Mann! Jungs! Nee. Hallo! Herr Weiß! Was geht? Was geht? Habe ich hier nicht gerade Tyson noch gehört gehabt? Oder wie war das Einbildung? Ja, bestens. Und ihn? Hallo, Herr Weiß, ich freue mich auf Fritz. Johanni, oder was? Johanni steht hier im Mantel. Ja. Hab ich schon überlegt, warum es hier so nach Moschus riecht. Ja? Nach Moschus, ja, das ist richtig. Anscheinend, ich wollte gerade fragen, seit wann du das letzte Mal hier warst. Ja, ich weiß mal ein bisschen Urlaub machen und so und hab mal ein bisschen die Sonne genossen, ja, so eine Woche oder anderthalb Wochen. Warum, was ist los? Carsten und Kater haben letzte Woche gekündigt. Nee. Doch. Kater und Carsten? Kater und Carsten. Und zur gleichen Zeit. Zur gleichen Zeit. Warum? Beide ungefähr die gleiche Begründung, von wegen begegnen sie jetzt noch irgendwie einer Gang oder irgendeinem Typen, den sie da kontrollieren wollen, dann läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass das als erstes, was der Typ sieht, eine Schrotflinte ist. Die wollen jetzt Selbstjustiz ausüben, oder was? Nein, aber das Problem ist, denen wurde das einfach zu viel und dann, bevor die sich selber einen Schuss geben oder die Typen auf die Fresse hauen, vom PD-Seite aus, und, haben die gesagt, die gehen lieber. Hat man die seitdem man wieder gesehen? Ne, seitdem habe ich sie tatsächlich nicht mehr gesehen. Was halten Sie von der Entscheidung, dass Carsten und Kater weg sind? Naja, wenn es denen psychisch auf den Leim gegangen ist und alles, dann kann ich das gut verstehen. Ja, moin. Moin. Hören Sie, was fällt Ihnen gerade auf, Sir? Clark? Nee. Polanski. Polanski, hast du deine Haare färben lassen? Ja. Warum grau? Boah, ich weiß nicht. War so ein... Hat mir irgendwie gefallen. In Winterstimmung. Könnte man so sagen, ja, aber einen langen Bart konnten sie mir nicht machen. Konnten sie mir nicht ankleben. Gut. Achso, am besten noch alleine in der Stadt hier? Nee, ja. Leider noch nicht. Deswegen, ja. Ist eine Marktlücke. Ja. Ach, also, auch mal für alle hier. Solange ich hier noch... Ey, ich war nur im Urlaub, ja? Nur weil ich im Urlaub bin, heißt es das nicht, dass ich da kündige. Oder dass ja, der Herr rechts von uns oder von dir links ist gerade erst heute eingestellt worden, also der hat nichts damit zu tun. Merken Sie sich mein Gesicht, Walter Weiß. Legende hier. PD99. Rennen Sie weg, wenn Sie ihn hören. Danke für 20 Sack geschenkt. Okay. Wieso, warum? So, warum Houston? Strenge kann auch mal überschlagen. Ja, auch mal eine Faust. Ey, passen genau. Sie auf. Ich war mal Chief of Police, ja, aber ich habe gesagt, das ist ziemlich viel Arbeit und in diesem Büro da die ganze Zeit hängen und so. Und deswegen bin ich zurückgetreten als Commander, aber wenn jetzt jeder hier x-beliebige Captain wird, dann ist das ja auch irgendwie ein Witz. Ich meine, nicht so ungut, Houston. Aber mit Nachi bin ich wohl derjenige, der hier den Laden aufgebaut hat. Wir sind durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Ja? Ja. Wieso ist keiner auf die Idee gekommen, mich zu fragen, ob ich Chief werde? Weil sie zu dem Zeitpunkt nicht da waren. Es war einfach an dem Abend eine Abstimmung über die Leute, die so... Stimmt gewonnen. Ich weiß nicht, ob sie gewählt wurden. God is it. Uns wurde nachher nur mitgeteilt, dass Castle und Kukum die gleiche Anzahl an Abstimmungen hatten. Ja, das ist auch schon gut. Also, das ist schon gute Jungs. Hat jemand von Ihnen beiden Kippen? Wo Urlaub, oder was? Komm mal raus. Scheiße, Mann. Du bist Chivo Police, oder was? Ja. Geil. Ist ja, ja, muss ja. Herzlichen Glückwunsch, Mann, ich gönn's dir. Guck mal, ich habe mir extra heute die Nachi-Gedächtnisuhr angezogen. Nein, das bedeutet mir wirklich was. Wie bist du da, also... Geil. Wie? Also, bist du glücklich? Ich bin, ja, halb. Warum? Ich habe das ja eigentlich nur bekommen, weil Carsten gekündigt hat. Ja, ich hab schon gehört. Krass. Und das finde ich natürlich kacke, ne? Ich war jetzt anderthalb Wochen weg und dann ist hier so Krieg der Welten, oder was? Ja. Gibt es irgendwas Wichtiges, was ich wissen muss? Außer, dass der Kang aussieht wie ein Trottel? Ich wurde gekündigt, Sir, tut mir leid. Was? Ich würde hier ein Praktikum machen, aber ich... What? Heute nicht. Hä? Hey? Hey? Was? Herr Kessel hat gesagt, ich soll leider einmal wiederkommen. Warum? Sie war doch gerade in Uniform. Ja. Wo ist der Kessel? Ich muss zu... Hey, was ist denn... Was ist hier los? Hä? Hey? Warum sieht Lee so komisch aus? Ich weiß es nicht. Was passiert, Nachi? Ich weiß es nicht.
Er kommt nicht mehr raus. Was ist hier los, Leute? Ey, okay. Alter, was ist hier los jetzt? Ich hab keine Ahnung. Was ist jetzt? Bin ich auf dem Trip, Alter? Was geht hier ab? Warte ich mal. Ich weiß nicht. Ich brauch mal ganz kurz hier. Alter! Das war wieder Malz. Hier, Malzbier. Ah, okay, dann ist gut. Sag mal, dann geht's ja noch. Ich hab Fragen, Nachi. Viele. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Antworten habe. Okay, Nachi. Erste Frage jetzt. Ich hätte dich sowieso auch als Chief gewählt, ja? Das ist schon mal nett, danke. Weil, aber warum Kesselmann? Weil der war Assistant. Ja, aber jetzt mal unter uns so. Ist das für dich eine gute Entscheidung oder ist das schlecht? Das ist doch gut. Der macht doch ordentlich was. Ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Okay. Und Coiner als Assistant Chief? Ja, Coiner habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Seitdem er gesagt hat, er macht es. Coiner ist Assistant Chief und war seitdem er nicht mehr da. Ja. Ja, wenn er einen Assistant Chief braucht, ne? Vielleicht ist der. Vielleicht, wir haben ja sogar zwei. Scheiße. Steiger, aber jetzt, wir müssen ja gucken, wenn jetzt wieder mehr Leute da sind mit dem Sheriff Department oben, ne? Mhm. Da ist ja eigentlich dann Rodney da, der das alles macht und tut. Wieso, hast du Bock da drauf? Ach, nee. Ey, du, weißt du, was mein Problem ist? Ich sag dir ganz ehrlich. Guck mal, Nachi. Ich bin einer mit dir hier, der die meiste Erfahrung hat, ja? Und Qualifikation. Ja. Aber alle sind auf den gleichen Rang wie ich. Verstehst du, was ich meine? Es gibt drei. Ja, aber du hast schon eine andere Gehaltsklasse. Ja, aber darum geht's nicht. Es geht ja auch um den Respekt der Leute drin. Ich bin mit irgendwelchen Leuten auf einer gleichen Stufe, die ich gar nicht kenne. Verstehst du? Das ist echt ein bisschen blöd. Also da fühle ich meine Arbeit auch irgendwie nicht wertgeschätzt. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, ich mache gute Arbeit hier. Ja, das Problem ist, dass wir natürlich auch in Andenken an Carsten seine Arbeit nicht jetzt irgendwie neue Ränge einführen wollen, weißt du? Dann müssen wir mit denen arbeiten, die wir haben. Da müssen wir gucken. Aber wenn das jetzt... Wer ist denn jetzt euer bester Commander hier? Sag mir jetzt nicht Houston, Mann. Captain meinst du so? Ja, aber es muss doch einen Commander geben, der über die Captains auch den auf die Finger kloppt, der so ein bisschen die Leute haben... zusammenhält. Nee, das hat doch Carsten abgeschafft. Der wollte doch nur Captains, Officers, Rekruten und dann halt Assistant Chief und Chiefs haben. Deswegen haben wir das ja nur noch. Und du findest, ist das eine gute Idee? Ich wäre auch dafür, dass man die Commander zum Beispiel wieder einführt als Abteilungsleiter, wie jetzt Johanni. Den habe ich gerochen, der war gerade hier, oder? Ja, war ja. Wie Johanni. Wenn der jetzt zum Beispiel dann sein, ich weiß nicht, Commander hat und er hat seine Captains sozusagen. Das fände ich gut, das war ja mal eine Zeit, aber da haben ja auch, obwohl haben da viele rumgeheult? Nee, die haben eigentlich nur wegen den Officer 1, 2, 3 und so rumgeheult, ne? Ja, ich würde halt gucken, Mann, so ein Commander ist halt schon so... In welchem Bereich würdest du das denn machen wollen? Ja, du weißt doch, im Leute rumbefehlen bin ich immer gut. Also eher so... Also Operations wahrscheinlich auch dann. Wenn wir einsetzen, aber die Frage ist, wie ist der Status in letzter Zeit hier in der Stadt? Ist es ruhig? Ist es jetzt über Weihnachten, die Feiertage war nix. Nee. Alles friedlich. Der Kiez? Glaube ich auch alle nach Hause geflogen. Nus? Ich weiß nicht, wo die ihre Familien haben. Nus ist ruhig, alles ruhig. Die Shops werden in Ruhe gelassen. Es ist richtig Weihnachtsstimmung hier. Nichts. Krass. Alle benehmen sich. Okay. Ey, Nachi, nur dass du es weißt, du hast auch meine 100%ige Unterstützung, ne? Egal was ist, ich stehe immer hinter dir. Weil ich meine, danke, Mann. Wir kennen uns ja schon ganz gut und so, ne? Ja, will ich auch sagen. Ja, und du bist jetzt der Chief. Kessel ist ein bisschen, ich habe immer Angst, wenn der funkt, aber der wird das auch schon schaukeln. Nein, aber der macht halt auch viel, was man nicht sieht. Das ist das Ganze, ne? Ich bin ja eher so der faule Typ. Ich will ja gerne einfach nur Streife fahren und so, das ist mein Ding. Und er macht mega viel so bürokratischen Gedöns. Deswegen ist das schon auch ganz gut. Okay. Wir wollen es da ersetzen. Was sagst du zu Carsten und Carter? Das finde ich sehr schade. Und ich erwarte auch immer noch einen Besuch von denen. Die haben gesagt, die kommen hier uns mal besuchen. Haben sie noch nicht gemacht. Und die haben sich seitdem mal nicht mehr gemeldet, ne? Nee. Seltsam. Hast du sonst irgendjemanden? Vermisst du sonst irgendjemanden? Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Ich überlege gerade, nee. Was macht eigentlich die Overwatch-Fliegerei? Ist es besser? Oh, super.
Ja? Bin ja direkt hier, klar. Okay. Wunderschönes. Und das Sheriff Department wollt ihr jetzt auch wieder öffnen, ja? Das ist ja eigentlich auf. Es ist nur, dass die ganzen Leute hier sind, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer da alles zugehört. Ich weiß nur, dass Rodney der Chef ist. Für, über die JVA. Ja, so wie früher. Genau. Ich haben weiß wir nicht, viele neue Kollegen im PD? Ja. Zum Beispiel jemand, der besonders gut ist, der dir besonders hervorsticht? Boah, das kann ich jetzt von den Neuen noch nicht sagen. Mhm. Wir haben, gerade haben wir jetzt 3 neue Rekruten, einen neuen Officer. Neuer Officer, wer? Versetzt Herr Botländer. Botländer? Mhm. Welche PD-Nummer hat der? 31. Scheiße. Wollte er gerne haben. Ich habe ihm gesagt, es ist nicht so ganz gut vielleicht. Er wollte die aber gerne. 31 für die 99 kommen? Ich weiß nicht, ob der im Dienst ist. Leitstelle für die 99 kommen? Ja, sie kommen. Wissen Sie, ob die 31 im Dienst ist? Kommen? Also nicht laut Leitstellenblatt. Leitstelle ist dabei. Weißt du, da fängt es schon an. Da haben Kessel und ich, weißt du, Kessel und ich sind Chef hier, ne? Ja. So, ich bin ja immer ein sehr, wie nennt man das, kollegialer Typ und so, aber da kommen Leute... Was hat er gesagt, warte? Funkspur wiederholen? Aktuell nicht im Leitstellenblatt vertreten und im PT auch nicht zu sehen. So, verstanden, 99 Ende. So, jetzt, Natschi. 99 hört kommen. Darf ich Sie irgendwo eintragen bei uns oder sind Sie noch nicht im Dienst gekommen? Ich bin gerade im Gespräch, Standby. So, ja. 30 für die 12 kommen. Jetzt weiß ich doch nicht mehr, was ich sagen wollte. Matschi, wir beide, ne? Doch, ich weiß auch jetzt, pass mal auf. Ja. Da kommen Rekruten zu mir und 30 für die 12 kommen. Und fragen, ja, wie kommt das denn, dass ihr einen Officer und so einstellt, bla bla bla. Ich so, muss ich mich rechtfertigen vor Rekruten? Nö. Warum wir wen einstellen, das musst du dir mal vorstellen. Wer war das denn? Ist das gekommen? Ist egal, habe ich schon geklärt. Ja, wer war das denn? Nur damit ich weiß, wer... Nein, ist wirklich, das habe ich geklärt. Wenn das nochmal vorkommt, dann, nein, das ist, ein paar Leute fühlen sich da wahrscheinlich übergangen, okay. Weißt du, wie das immer ist. So. Aber das ist. Ist der dann gut, dieser Officer? Woher kommt der denn? Ich weiß nicht genau, woher, ach, habe ich vergessen. Hat er alles erzählt? 31, Botländer, okay. Falk war auch, er ist diesen zusammen hier rangekommen, ist auch ganz gut. Wer ist der Typ draußen, der so komisch redet? So, yo, was geht, Mann? Die an der Garage vorhin. Ja. Ja, ich weiß. Die mir dein unangemeldetes Auto gezeigt haben. Ja, die können mich am Arsch hin. Ja. Hey, ich bin vorhin wach geworden. Ich hatte gestern oder die Tage so einen richtigen Rausch. Und ich war auf einmal nackt. Frag nicht. Du warst auch auf der Riesenparty, glaube ich. Da waren mehrere. Ja. Oh, okay. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Die müssen heute neu gekommen sein. Die kenne ich nicht. Okay, weil die ich. Der sagt yo zu dir einfach, oder was? Nee, der weiß, dass du ihm vorgesetzt bist, oder nicht? Ich mach den fertig, wenn er nochmal so redet. Nein, das Ding ist, ich habe mich mit Houston unterhalten und der hat sich dann direkt dazugestellt und hat zugehört. Okay, ich merke schon, es hat sich viel geändert, aber ich schnapp mir mal jetzt irgendeinen Kollegen Houston oder so, dann fahre ich mal eine Runde Streife und guck mal ein bisschen, was abgeht. Mhm. Und ja. Wenn was ist, sag Bescheid, ja? Ja. Und vielleicht treffe ich ja irgendwie Carsten oder Carter oder so und dann trete ich dir den Arsch. Ich will sag mal sofort Bescheid. Ja, ich rufe dich sofort an. Ich habe ja deine Nummer. Cool. Mein Handy irgendwie. Egal. Ja. Das wird schon. Okay, ich denke auch. Bis nachher, ne? Ruh dich aus. Ja. Bis später. Ja! Der wird, Alter, mein Ohr! Oh. Wo sind sie, Mann? Wo bist du? Ja. Im Bingo nackig, die Dame will mir nichts verkaufen. Ich okay, im Bingo nackig, ja. Wir holen dich ab, komm raus. Ja. Warte. Ich hab schieß das Auto ab. Lass mich aussteigen. Blind, was ist denn los mit dir? Guck ihn dir an, wie klein er ist im Schnee. Ist kalt, oder? David? Wie geht's Ihnen, David? David! Hallo! Streife 2 für die Leitstelle. Wolltest du einfach nur einsteigen? Streife 2, ne? Bitte mal. Hallo? Ja, was ist denn los? Boah, es wird kalt, Alter, ey.
Was ist denn mit dir los, Alter? Warum läufst du hier nackt rum? Die Alte raus hat mich rausgeschmissen. Nein! Silvia hat dich rausgeworfen! Jacqueline. Scheiße, Mann. Junge, ich führe den Arsch ab. Wo willst du denn hin? Ins PD jetzt? Guck mal, an meinen Nippeln kannst du... Alter, stichst du die Augen aus. Fahr mal zum Ponsen, der soll sich da einkleiden, der Junge, mit den teuren Sachen da. Hast du Geld dabei, David? Na eben nicht, ich hab, weiß ich nicht. Ich geb dir was. Ja, krass mit Carsten, ey. Ja. Er meinte, bevor er hier irgendjemand umbringt, kündigt er lieber. Ich wusste nicht, das kam mega plötzlich. Ich wusste nicht, dass der kurz davor ist, jemanden umzubringen. Man hat ja gemerkt, dass der so ein bisschen gereizt ist manchmal und so ein bisschen rumschreit des Öfteren, was er sonst nie getan hat. Oh. Aber Alter, du hast ja nicht mal Schuhe an. Oh, ja, Schuhe. Ich brauch $15. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist ein echter Nerz, so klar, der muss ja sein. Hier, Sozialamt oder was? Jogginghose hätte jetzt nicht gereicht wahrscheinlich. Nee, der muss halt direkt den Pelzmantel auspacken. Oh Mann. Ja, nee, wir hatten oben Versammlung und dann sagt Carsten plötzlich, ja hier, ich kündige. Okay, und Kader stellt sich daneben, ja ich auch übrigens. Die Wolken haben sich irgendwie verzogen, ne? Die Luft ist besser, oder? Ja super, riecht doch mal. Wundergute Luft, wollte ich gerade. Ach, der Müll da ist. Ich würde sagen, das kann nicht ich sein. Langsam hängen die Glocken wieder, du. Boah. Ja. Als wenn das so schnell geht. So, Scheiße. Was ist jetzt nochmal? Nochmal ganz kurz zum Briefing. Das ist das erste, der Kater ohne Brille sehe. Ja. Ja. Und ich sehe fast sowieso nichts, weil Stärke. Ja, aber warum haben die gekündigt? Warum das denn? Carsten hat gekündigt, er hat gesagt, weil er sonst etwas tut und im Knast landet. Oh, ja. Der hatte keinen Bock mehr darauf. Das war ihm alles zu viel, so wie das wohl aussah. Ja. Du bist jetzt Chef, oder was? Ich bin dein Chef jetzt, ja. Okay. Und Kessel auch. Es wurde gewählt. Kessel ja. Ist auch Cheat. Ja. Oh. Wenn du damit ein Problem hast, dann kannst du ja direkt nach Hause gehen. Oh. Weil jetzt musst du jetzt nicht anfangen, dass irgendwie... Ja, das hatten wir nämlich schon jetzt ein paar Tage, dass dann Rekruten meinen, warum ist der das und der das. Und solche Diskussionen müssen wir gar nicht anfangen hier zu spielen. Nee, der Kessel ist ein guter Mann, definitiv. Er regelt ja auch viel und sowas alles. Habe ich auch gar kein Problem mit. Aber Chief... Assistant Chief war, glaube ich, die perfekte Rolle, weil der braucht manchmal auch jemanden, den er zügelt. Manchmal wird er auch sehr impulsiv. Ne? Weißt du selber, was ich meine. Aber es ist ja gut, dass er nicht alleine Chief ist. Das wär, also, ne? Haben die jetzt eigentlich geheiratet? Ich habe so eine Einladung bekommen. Mhm. Gott sei Dank war ich nicht dabei. Und wie war's? Wir waren da. War ganz gut. Ja. Oh, erstmal die Klöten wärmen müssen. Scheiße, David. Okay. Okay, muss sein, ja. Gut, ja. Ja, das ist das Neue eigentlich jetzt. Okay. Parkverbot ums PD rum haben wir aufgelöst. Außer vorne vor natürlich. Ja, ist ja Quatsch. Soll man doch parken, ist doch okay. Ja, ja, klar. Sonst gibt's nichts Neues. Neue Kollegen. Oh. Jetzt gehen wir in die Lästern, ey. Carsten, nicht mehr da, du. Eieiei. Das ist wirklich, das ist krass. Hm. Na gut, ne? Ist aber verständlich. Ich sag mal, ne? Nee. Doch, ist verständlich. Nee. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir eine Knarre kurz in die Jacke packe oder einen Rucksack und dann da hinfahre und den die Fresse wegschieße. Ja. Ist schon, und Carsten hat schon mehr durchgemacht als. Also, ich habe immer gesagt, dass ich dem Recht und Ordnung, ne? Hier, Leute. In die Fresse schießen. Dann machen wir noch nicht. Hört, komm. Nee, wenn hier. Ne? Aber die Sache ist die, ich kann das schon verstehen, ein bisschen. Ne? Aber nee, vielleicht hätte der Urlaub auch gut getan, es gibt, weißt du? Nein, das Problem ist, er hat das richtig gut gemacht. Und das ist scheiße. Und das PD war gerade auch auf dem Weg in eine echt gute Richtung. Ja, und das müssen wir jetzt irgendwie probieren, alle Mann zusammen weiterzuführen. Ne? Ich weiß nicht. Also aber ich, es ist ja nur mal schon, dass es klappt, aber. Ich sag mal, nur weil der Carsten nicht mehr da ist, heißt das ja nicht, dass das PD nicht mehr funktioniert. Alle Ehre an Carsten, aber es geht ja trotzdem weiter. Ne? Es läuft ja alles. Ist ja alles gut. Wir haben jetzt auch schon Einsatzpläne für gewisse Sachen, für Abtransport der Waffenkammer, für gibt es Leitfäden zu und so weiter. Also das ist alles. Die ganzen verschiedenen Bereiche müssen halt wieder so ein bisschen benutzt werden, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Wird schon alles. Tyson, was macht der? Tyson ist Urlaub wieder erstmal. Der kommt nächstes wieder Jahr wieder. 4 Monate oder was? Nee, ich glaube 3 Wochen diesmal oder 2 oder so. Ich glaube, nee, 3. Der müsste irgendwann erste oder zweite Woche Januar wiederkommen. Mhm. Okay. Und wer ist jetzt noch? Wer ist noch irgendwie hochgerutscht im Rang?
Coine Assistant Chief und Coine Steiger. Coine Assistant Chief und Steiner. Genau. Steiger. Steiner, genau. Okay. Weiter, ja. Bist du Captain oder bist du Assistant Chief? Ich? Mich hat doch keiner gefragt. Aber ich war auch im Urlaub. Ich finde halt, ja, das Problem ist, ich bin halt... Wie alt ich bin? Nee, was für ein Rang, Pfeife. Ja, Captain. Aber jeder Holzkopf ist Captain inzwischen. Ja, ich bin auch Captain. Weil das Chief of Dings. Sonstiges. 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 Mal wieder Müll aus der JVA abholen, ne? Was wir wieder machen. Ja, aber was wolltest du sagen gerade? Wolltest du immer sagen? Ich wollte sagen, eigentlich ist es so, dass ich finde, dass... Jetzt nicht so ungut, Jungs, ne? Aber mit der Erfahrung, die ich hier zum Beispiel habe, oder... Ja gut, Nachi ist ein Chief. Ja, müsste ich eigentlich eine andere haben. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich sag mal, kann ich mir auch Assistant Chief, kann ich mir bei der auch gut vorstellen, aber der Punkt ist halt einfach der, du bist einfach nicht so oft da wie manch andere, ne? Die Ränge haben halt die Leute, die halt öfter da sind. Ja. Machst du Kniebeugen gerade, was ein bisschen schwarz ist, kalt oder was? Schnee rum oder was? War ich das jetzt? Die will ich gar nicht mal eine Frage stellen. Aber sicher, was denn? Bin ich gerade auf Auge? Dann war, ja, also dann mein Nacken, ne, knackt das gerade zu mir. Gehört. Ja. Mama, gib mal was essen! So checken wir uns ab. Komm. Entschuldigung. Ey, mach nicht den Auspuff an. Mein Gesicht ist dann weg. Ich möchte bitte, dass sich Alice Adventure oder der Herr King bei uns telefonisch meldet und bestätigt, dass sie das Fahrzeug geliehen haben, ja? Könnten Sie dem Herrn King das ausrichten? Das kann ich ihm ausrichten, richtig. Vielen Dank. Dann steigen Sie bitte in Ihr Fahrzeug. Ganz kurz, welche Verbindung haben Sie zu den Herrschaften, die da drüben stehen? Die da hinten? Die kenne ich nicht. Warum kommen die dann immer angerannt, wenn Sie ihm was haben? Ja, Sie wissen doch, wie das ist. Sobald irgendwo ein Unfall, irgendwo irgendwas los ist, kommen alle angerannt. Hm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann fahren Sie mal weg. Gerne. Können Sie mal aufhören, dem Herrn ins Wort zu fallen? Er hat gerade geredet, das ist respektlos. So, Sie haben einfach massiv die ganze Personenkontrolle gestört. Und es geht einfach in der Hinsicht nicht. Und wenn ich Ihnen dann einen Platzverweis ausspreche und Sie dem nicht nachkommen, können wir, wie gesagt, Ihre Stadttour, die Sie gerade momentan machen, können wir gerne ins PD verlegen und dann können Sie sich die Zellen mal von innen anschauen. Und dann können Sie halt auch mit in Ihr Repertoire der Stadtkunde aufnehmen. Repertoire? Repertoire in Französisch. So, haben Sie das jetzt verstanden? Oh, ich hab keinen Bock mehr. Echt, au revoir, meine Freunde. Ja, verpisst euch. Euch braucht sowieso keinen. Ja, Mensch, jetzt ist der Freund auch noch ohne die Freunde abgehauen, Mensch. Komische Sachen gibt's. Welchen Zusammenhang haben Sie zu dem Herrn, wenn ich fragen darf, der gerade mit dem Auto? Gut, dann werden wir ja nicht mehr benötigt. Das sind Freunde. Ich wollte nur was zeigen. Okay, deswegen also bin ich vorgelaufen. Warum sagt der Mann dann, dass er sie nicht kennt? Keine Ahnung. Schönen Abend noch. Komm. Ich hab doch gesagt, Sie sollen wegfahren. Jetzt sind Sie ja schon wieder hier. Bei den fremden Leuten. Ja, ich mach noch kurz was klären. Was ist denn jetzt mit ihm? Ich check die Karre jetzt ab, komm. Halteverbot. Passen Sie auf, langsam gehen Sie mir echt auf den Zeiger. Wissen Sie das? Hören Sie mir mal zu jetzt. Hören Sie mich, klar und deutlich? Die Leitstelle, ich wiederhole bitte alle Streifen. Hören Sie mal. Ich bin nicht irgendein Polizist, okay? Wenn ich will, schleife ich Ihren ganzen nackten, beschissenen Arsch über den Schnee durch die Stadt. Haben Sie verstanden? Wenn Sie mich nochmal verarschen sollten und sagen, Sie sollten die Person da drüben nicht kennen, dann schieße ich in den Kopf. Okay? Sind Sie aber vor dem Verstand? Halten Sie das Maul. Wenn ich zu Ihnen sage, dass das Fahrzeug hier, wem das gehört und warum Sie das gemietet haben, dann haben Sie uns Auskunft zu geben, ohne irgendwie mir auf den Sack zu gehen. Ich habe weitaus Besseres zu tun, als mit jemandem zu reden, der eine Spinne in der Fresse tätowiert hat. Haben Sie das jetzt verstanden? Wenn ich Sie nochmal kontrolliere und Sie gehen mir so auf den Sack, dann nehme ich Sie mit und Sie bleiben ziemlich lange in der Zelle sitzen. Und gehen Sie mir nicht auf den Sack mit Ihren Spielchen. Sagen Sie, das letzte habe ich nicht verstanden. Können Sie das mal bitte wiederholen? Steigen Sie in Ihre Karre ein und verpissen Sie sich hier. Das sage ich Ihnen.
Ah ja, check. Okay. Check. Jetzt kommen die schon wieder hier. Yo, was ist denn hier schon wieder los? Yo, King, wem gehört die scheiß Karre da? Hä? Die Karre, wem gehört die hier? Komm weiter, da ist doch keinen weg. Gute Frage. Anton, belästigen Sie sich? Wem gehört die Karre hier? Wer sind Sie denn, Herr Mike? Ach Gott. Ja, erzähl, ja oder nein? Er macht hier übelst einen harten, ey, weil er Waschlamm im Arsch hat. Ja. Okay, lass King, uns mal chillen. King, wem gehört die Karre, King? Was ist denn das Problem hier, Leute? Ich will wissen, wem die Karre gehört. Ja, wen interessiert das denn? Mich. Warum? Was bin ich für ein Beruf, King? Ehrliche Antwort. Polizist. Richtig. So, und jetzt frag ich dich nochmal, wem gehört die Karre? Falsch, Staatsdiener. Ja. Ja, wir wollen jetzt ja nicht in Kleinigkeiten auf. Aber er dient doch uns. Richtig. Pass auf, schau mal andersrum. Was sagt er denn, wenn das Auto gehört? Ja, es ist mir wichtig. Ich möchte es einfach wissen. Wem gehört dieses Auto? Das Adventure, habe ich gesagt. Ach, Gottes Willen, Alter. Ich sag Ihnen, ne? Wenn ich sie sehe, ich schicke den Waschlappen so tief in ihrem Arsch. Weiter, Alter. Aber erstmal bei dir. Ja, wenn du ihn reinsteckst, ne? Rogers, verpiss dich. Rogers, du Abschaum, verpiss dich. Rogers, ich sag's. Hey, was haben. Der geht mir auf den Sack, der Typ. Was ist mit dem, Alter? Warum fährst denn du den an, Mann? Weil der vor mein Auto rennt, Mann! Warum musst du noch so einen scheiß Spruch drücken, Alter? Warum? Immer? Verpiss dich doch einfach mal! Wir reden normal und dann bist du wieder ekelhaft. Und dann wunderst du dich, dass wir dich alle hassen. Komm, verpiss euch! Weißt du, was du bist? Du bist ein Stück Abschaum. Dreck bist du. Abschaum. Dreck unter dem Fingernagel. Keiner dieser Wichser. Ich bin Abschaum, guck dich mal an. Keiner in dieser Stadt. Bist du null. Müssen wir dich erst mitnehmen? Dich will keiner, Alter. Ich bin beliebt, Alter. Mich lieben die Leute. Wer liebt dich denn? Wer? Sag's alle. Nimm alle mich hier. Müssen wir dich nimm mich mit. Weil du ein Heuchler bist. Nimm mich mit, ihr Wichser. Komm, mach. Nimm mich mit. Das wäre zu leicht. Nimm mich mit. Ach, bist du schon mit D, bitte? Ich bin gar nicht unter Zeugen. Glaub mir, der Tag kommt. Nicht ja? Heute. Der Tag kommt, dann bring ich dich um, du Wichser. Da. Wie denn? Mit deinen Kindern oder was? Der stellt ein Feuer. Der stellt ein Dings aufs Auto. Ich werd bekloppt. Lass verpissen. Hey, willst du mich komplett verarschen jetzt hier? Alter, das ist doch. Guck mal, was ist das für ein Server? Könnten Sie mir bitte einmal ein Kennzeichen überprüfen? King, ey, ganz ehrlich, ne? Warum eskaliert das so? No, alles groß geschrieben. Deswegen, Mann! Hallo? Bleiben Sie mal kurz stehen. Wie bitte? Bleiben Sie mal kurz stehen, bitte. Entschuldigung. Könnte ich mal ganz kurz Ihren Ausweis sehen, Sir? Ne, nicht den Führerschein, die Ausweis, Sir. Reicht ja nicht. Ausweis wäre mir lieber. Ich hatte keinen Namen. Könnten Sie mir mal folgen, Herr Böttcher, bitte? Jo, einmal bitte zum Streifenwagen. Hin. Einfach bitte folgen, ja? Ich habe nur ein paar Fragen an Sie. Jo. So, das ist der Typ. Wo ist das IAA jetzt? Wo ist das? Einmal bitte hinten einsteigen, wir machen das im LSPD, damit es ein bisschen ruhiger. Einmal bitte hinten einsteigen. Oh. Nee, ja, Sie müssen doch erst einsteigen. Steigen Sie mal bitte hinten in das Polizeiauto. Ja, steigen Sie doch bitte erst ein. So. Fahren wir irgendwo hin. Irgendwo. Das erklären wir Ihnen gleich. Position da wovon? Ne, ein bisschen unauffälliger. Alles klar. Oder stopp, fahren wir die nächste rechts bitte. Fahren wir Richtung PD, aber hier lang. Ich hätte da noch was. Ja, gleich. Die nächste rechts. Ja, jetzt geradeaus. Dann die nächste bitte rechts und dann wieder links. Links bitte. So. Sehen Sie das Auto, was da steht? Geradeaus. Ein schwarzes. Links, genau. Da steigen Sie jetzt bitte ein. Park mal bitte kurz den Polizeiwagen hier. Folgen Sie mir bitte. Okay.
Streifwagen, Verletzte kommen. Einmal bitte einsteigen. Einmal bitte SPD anfahren, komm. So verstanden, komm. Bleib oh Mann, muss ich eben aus, bitte. Geht's denn gut? So, wieso? Das hier heißt das Lagerfeuerlied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Wollt ihr es ein bisschen leiser machen? Nee, ist immer leiser. Das Lied geht noch viel schneller, denn jetzt landet es zum Hit. Ja, singt ganz einfach mit. Singt ihr das so gut? Auf den Böller haben sie gefunden, ne? Ah, den Böller. Das Lied geht noch viel schneller, denn jetzt landet es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Den Bau poste das gleich nochmal, bitte. So, und jetzt sie. Ah, okay, komm, schade. Der ist halt spaßig. Oh yeah! War dein Krach. Was machen Sie das jetzt so unoffiziell hier? Ist ein Polizeiauto. Undercover. Ja. Mhm. Da muss ja irgendwo eine Einrichtung vom Blaulicht sein. Machen Sie mal an. Sie haben ja nichts zu fordern. Eben. So. Mögen Sie Lagerfeuer? Ja, doch. Erinnern Sie sich an etwas? Den Böller aus der Tasche geholt hat? Das habe ich gemacht, ja. Warum? Kann das sein, dass sie komplett dumm sind? Weil sie mir tierisch auf den Sack gehen. Ganz ja. Ehrlich. Zeig ihnen jetzt mal was. Sie haben also ein Lagerfeuer auf unser Polizeiauto platziert, weil, wo auch immer sie das herhaben, ein brennendes Lagerfeuer. Platziert. Weil wir ihnen... Böller wollt ihr da hinschmeißen. Weil wir ihnen auf den Sack gehen, ja? Sie persönlich. Sie haben mich ja auch getasert direkt. Achso, sie waren der sich mit dem anderen geschlagen hat? Ja. Aber der immer besser. Kann das sein, dass sie komplett dumm sind? Nö, da kam eine Meinungsverschiedenheit. Wieso? Ich dachte, das sind Freunde. Zugeschlagen. Ja. So, was sollen wir denn als Polizei? Sollen wir uns dann nächstes Mal stellen wir uns daneben und essen am Popcorn? Ja? Wir lassen sie dann einfach weitermachen. Weil das macht man ja, so. Da können sie wenigstens mal eben so Stopp und da dran. Nee, oder ach, ja, okay. Diese Worte fielen. Wann sind sie eingereist, wenn ich fragen darf? Alles klar. Schon ein bisschen her. Was machen sie so beruflich? Im Moment arbeitssuchend. Ja. Was haben Sie vorher gemacht? Taxifahrer? Nee, das habe ich noch nie gemacht. Sondern? Ich war Hausmeister im städtischen Krankenhaus. Ich zeige Ihnen jetzt da einen schönen Ort. Da haben Sie sich auch ziemlich aufgespielt, immer die ganze Zeit. Kennen Sie? Ja. Wie habe ich mich denn aufgespielt? Erklären Sie mal. Ich bin noch nie sie im Krankenhaus. Sind in den sie sind in den Behandlungsräumen reingespielt. Wie heiße ich denn? Als wären sie. Sie sind der Walter Weiß. Okay, und Sie kennen mich also, ja? Ich weiß nicht mal, wer. Ich habe noch nie seinen Namen gehört. Ich sehe sie auch die ganze Zeit. Sie kommen ja auch immer an. Sie haben sich auch schon vorgestellt im PD bei mir. So. Schauen Sie mal aus. Okay. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Hier lang. Ja. Laufen Sie mal 2 Schritte vor, bitte. Okay. Hinsetzen. Hinsetzen. Mhm. Wissen Sie was, Herr, wie war Ihr Nachname? Böttcher. Wissen Sie was, Herr Böttcher? Sie sind der Grund, warum ich den Staat verlassen werde. Sie. Soll ich Ihnen erklären, okay. Warum? Warum? Weil ich Sie jetzt hier umbringen werde.
Sie sind mein Opfer. Gucken Sie, passen Sie auf, ich erzähle die Geschichte. Ich werde Sie umbringen. So, erstmal geben Sie mir Ihr Handy und Ihr Funkgerät. Ja, hier bitte sehr. Stehen Sie, ja, kommen Sie mal mit. Sie wollen mich umbringen. Kommen Sie mal mit. Hier, setzen Sie sich nochmal dahin. So, dann erzähle ich Ihnen die Geschichte, ja? Setzen Sie sich mal hin. Ja. In dieser Stadt gibt es Regeln. Stehen Sie das? Regeln. Ja. Und die Regeln besagen, platziere niemals ein Lagerfeuer auf das Auto von Walter Weiß. Okay? Aha. Warum? Haben Sie eine Ahnung, warum das so ist? Nö. Nö. Also einen Böller auf Ihr Auto schmeißen darf ich nicht. Sie einen Böller auf meinem Auto schmeißen? Soll ich aber Lagerfeuerlied anmachen? Nee, lass das. Einen Böller auf mein Auto schmeißen. Das ist möchten Sie das Leben von mir und meinem Partner gefährden? Wenn der Böller unter das Auto gerät und... Ja, Sie gefährden mich doch auch damit, wenn Sie mich tasern. Wo? Ich hab Sie getasert, weil Sie... Ich hab... Ja, leider nicht. Ich hab Sie getasert, weil Sie... Sie haben Sie... Also, Sie waren ein Hausmeister beim Medic. Dies. Ja. Und Sie sagen, dass das Prügeln im Stadtpark sowie das Werfen von Böllern auf ein Polizeiauto in Ordnung ist, richtig? Ja, Sie machen ja hier so einen Aufstand teilweise. Erklären Sie mal, welchen Aufstand denn? Ich höre Ihnen zu. Ja, den im Stadtpark, das war ja Oberaufstand. Inwiefern denn? Ja, es reichte doch mal eben Stopp und das war's dann. Hat mein Kollege mehrmals geäußert. Was habe ich getan? Nö, nichts. Mein Kollege war das, der dann mit dem Knüppel auf Sie losging, ist nicht? Ja, und Sie, nee, kein Knüppel. Sie haben doch mit einem Taser durch die Gegend geschossen. Ich wurde getroffen. Wie viele Leute habe ich denn mit einem Taser getroffen? Weil Sie sagen, wie oft habe ich den Taser abgedrückt? Also ich wurde auf jeden Fall getroffen mit einem Taser. Und Sie haben immer noch Behandlungsprobleme. Also Sie haben immer noch Probleme, wenn Ihnen tausende Volt durch den Körper jagen. Ja, mir tut der Rücken wie Sau weh. Ja. Der wird morgen sicher auch blau sein. Gucken Sie mal. Sie sitzen gerade hier. Warten Sie. Und Sie wollen jemanden als Polizist umbringen? Halten Sie mal das Maul. Ja? Ja, ey, ihr müsstet mal schnellstmöglich das BD anfahren, bitte. Warum? Weil ich David schon vor ungefähr 15 Minuten gesagt habe, dass ihr mal kurz vorbeikommen müsstet. Was ist los? Wir müssen was klären, Alter. Worum geht's? Ja, komm mal, können wir nicht am Telefon klären? Ja, wir sind auf dem Weg, ja, 2 Minuten. Alles klar, bis gleich. Herr Böttcher. Ja? Ich gebe Ihnen jetzt einen Denkzettel, ja? Sollten Sie jemals in Ihrem Leben, was Sie wahrscheinlich nach diesem Moment jetzt gleich nicht mehr erleben können, auf mein Polizeiauto schießen, einen Böller draufwerfen, meinen Kollegen bepöbeln oder sonst was, sehen wir uns wieder. Haben Sie das verstanden? Und dann sind Sie... Verstanden. Ja? Stehen Sie auf und drehen Sie sich um. Gucken Sie mal Richtung Wasser. Erzählen Sie mal noch, was ist gerade das, was Ihnen als letztes so durch den Kopf geht? Als letztes? Mhm. Ja, mit meinem Vater damals rausgefahren, da denke ich gerade dran. Mit Ihrem Vater? Tot. Ist Ihr Vater tot? Ja. Gut. Richten Sie eine schöne Grüße aus. What the fuck, Alter? Hä? Ist er jetzt platt? Weiß ich nicht. Wichser, Alter. Wichser. Komm. Ich hab's dir gesagt, Mann. Er schmeißt einen Böller auf unseren Streifenwagen. Weißt du, ob da DNA-Spuren sind? Können wir ja gucken. Ist mir egal, ob ich jetzt gebannt werde. Fuck off, Alter, ohne Witz. Solche Leute müssen, ohne Witz. Er schlägt halt nochmal. 13 oder die 28 bitte die Leitstelle übernehmen. Ne, ich will nix. 28, Count Brown.
Ja, vielleicht wollte er Ragdoll machen. Ich habe einen RP-Hintergrund, warum ich ihn abgeknallt habe. Er hat mich und meinen Partner in Gefahr gebracht, indem er auf mein Auto einen Böller auf mein Auto geworfen hat. Also, alles legit. Er schmeißt einfach einen Böller auf unseren Wagen. Ach, weißt du, die Sache ist, ich traue dem nicht mal hinterher. Ich bin mittlerweile so abgeschwommen, ich traue dem Wichser nicht hinterher. Wenn der Böller falsch hochgegangen wäre, wären wir beide tot gewesen. Weil die Karre wäre hochgegangen. Wir beide und die anderen, der wäre selber wahrscheinlich noch gestorben, der Vollidiot. Hat irgendwas, der hat überhaupt gar keine Angst. Was ist das für ein Mensch? Null. Ich mach die Scheiße nicht mehr mit, Mann. Natschi hat angerufen, der will irgendwas von dir. Ja, er hat mich auch angerufen, ich hab aufgelegt. Wenn die fragen, wo wir waren nur oben im Norden beim Sheriff Department, weil wir uns abregen wollten. Ende. Setzt euch ans Lagerfeuer. Lagerfeuer. Ich rechne jede Minute damit, dass ich gebannt werde, Leute. Ist mir aber egal, ohne Witz, sorry, aber Böller auf Polizeiautos schmeißen und alles. Freust du schon auf die Herne in Schwarz? Ja, ich zähle schon runter, ich warte schon. Aber bei Lagerfeuerleuten, dann kommen die nicht, da haben die keine Zeit für. Der steht gleich beim PD, der Mann, und will eine Anzeige machen, pass auf. Ja, und dann kann er wieder erstmal einen Hus ausrauben. Leute, sorry, aber nee. Ich mach das nicht mehr mit, dieses. Also ich mach auch auf Fail-RP, aber so hart Lagerfeuer auf ein Polizeiauto. Ja, aber überlegt auch, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, Vorschläge, Lösungsansätze. Ja, die habe ich schon seit ein paar Monaten. Moin. Weiter weiß. Mitkommen. Okay, kann ich mir eine Marke abgeben? Nee. Wie gibst du jetzt Folgen? Sicher? Na, wenigstens verdiene ich jetzt noch Geld. 32 vielleicht willkommen. Montra. Botti, da wird ein bisschen später. Ja. Einsteigen. Ja, sicher. Haben Sie den Schlüssel oder? 66 vielleicht willkommen. Gucken, was passiert. Big Ball.
An alle Leute, die gerade von Skorusa rüberkommen, guten Tag. Ich spiele Walter Weiß, einen Cop, der heute aus durchgedreht ist. Ich habe jemanden in der Wüste mitgenommen. Von der, für die 31 kommen. Und jemanden bearbeitet. Fragestand.com. Und ja, jetzt gibt es die Quittung dafür. Kommen. Ja, check, komm. Vom PC, komm. Ja, check einfach hin. Wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem, was ist passiert. Entweder landen wir jetzt im Knast, wir werden erschossen. Der Walter, eine Legende auf Two Life. I don't know. ...4700 Zuschauer. Moin, Leute. Oh, ich kann abhauen. Ich will mich natürlich über einen Follow freuen, Leute. Ich wollte eigentlich den lieben Skorus, seinen Charakter ein bisschen rannehmen. Mal gucken, was passiert. Haut alle mal eine 99, einmal eine 99 in den Chat, Leute. Rest in Peace 99. Die letzte Nummer von der 31, komm bitte. Hashtag 99, Leute. Die letzte Minute von Walter Weiß. Nochmal Fragestandort bitte, komm. Ich bin genau vom PD, komm. Vor Ihnen, komm. Wenn der Support das durchzieht, haben sie es gut gemacht. Walter Weiß, aussteigen. Ja, sicher. Kann ich noch einen rauchen? Ich deute das als ja. Da lang? Ich kann sie leider nicht verstehen, Sir. Folgen Sie mir. Alles klar. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Tür aufmachen. Ach so. Ja, ich folge ihm. Stehen bleiben. Nächste Tür. Nun? Warten. Okay. Wollen Sie eine Zigarette? Plätzchen gefunden. Hallo? Ist Connection lost jetzt, weil ich gebannt wurde? Oder weil der Server gerade off ist? Exercise. An exhausted prisoner is a
Also, bin ich jetzt gebannt? Oder ist der Server off? Ja, das war jetzt der Bann. Wie low, Alter. Ernsthaft jetzt? Digga, das war jetzt nicht der Bann. Das war der voll low. Ja, ich bin doch wieder hier. Ja. Ich soll in den Support. Okay. Dann muss ich mich hier muten. Ich gehe kurz in den Support und mute mich eben hier. Sound resumed. Sound muted. Ich mit einverstanden, also sollen die machen. Das Problem ist, dass ich Selbstjustiz gemacht habe mit Walter. Das habe ich alles im Stream genauso erklärt, wie es ist. Ja. Ey, für mich, ich sage euch ganz ehrlich, egal wie das ausgeht, ist dann so. Ja? Do it. Mach. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde, dass in Zukunft, die sollen machen. Ich möchte da gar nichts zu sagen. Ich möchte da gar nichts zu sagen. Ich werde das euch jetzt gleich erklären. Die beraten das jetzt und dann kriege ich das Ergebnis. Wenn es so ist, ist es so. Also, es sind aber sehr viele Lügen wieder dabei. Aber das ist egal. Das erkläre ich dann anderen mal. Ja? Wann bekommst du Bescheid? In ein paar Minuten. Okay, Moment. So, also die geben mir jetzt einen 7-Tage-Bann, ja,
und die möchten nochmal in Ruhe reden. Ja? Bebo, du bist ein Spasti. Bobby, dankeschön! Also für mich, ich bin ganz ehrlich, sollt ihr meine Meinung dazu hören? Soll ich das noch ganz kurz erklären? Pass auf. Ich erkläre das jetzt, dafür kassiere ich wahrscheinlich den Permaban. Es ist die Entscheidung, können die machen, ja. Aber die Entscheidung von denen ist eigentlich dumm, weil die erzählen mir, pass auf, die hatten den Typen, der Fail-RP gemacht hat, der das Lagerfeuer auf mein Auto gemacht hat, auf der Liste. Eine Stunde später haben wir den Typen ja selber gecatcht. Es kam eine Stunde lang kein IA, ja. Das heißt, sie waren angeblich laut Sensei schon unterwegs, den Typen zu holen. So. Warum? Wie lange saßen wir mit dem Typen da oben? 15 Minuten, haben mit dem gesprochen. Hätte das IA nicht schon längst da sein müssen? Egal. Auf jeden Fall, ich nehme das natürlich hin, ist in Ordnung. Ja. Was soll ich sagen? Waren 2 Stunden sogar, die wir gesucht haben. 2? Nee, es gibt ja den anderen Server noch, Leute. Homestate. 2 Stunden haben wir den gesucht und das IAA war unterwegs. Digga. Das meine ich. Das sind immer so viele Lügen. Es sind immer so viele Lügen. Ja, Unold, das ist aber Quatsch, was du schreibst. Sorry. Du hast die Situation nicht mitgekriegt, weil du selber gestreamt hast und du kannst jetzt nicht einfach so argumentieren. Ich sag euch, die Entscheidung war nicht richtig, bin ich ganz ehrlich, offen und ehrlich. Aber ich würde es wieder so machen, sorry. A2 war Stau. Ich weiß nicht, ob der Typ gekillt ist. Und Böller, mal ganz RP betrachtet, Unhold, pass auf. Ein Böller auf ein Polizeiauto zu schmeißen, wo 2 Cops waren, ist für mich, ein RP-Hintergrund, mich zu wehren. Basic schreibt mir an, ob ich gerollt habe. Bei Walter kam das AA aber flott. Das ist eigentlich das Interessante. Warum haben die da 2 Stunden gebraucht und bei mir 10 Minuten, 15 Minuten? Seltsam. Was? Ja, Dennis, genau. Es gibt Homestate und du bist einer, der dort spielt. Dann kann man dich ja rausschmeißen. Wie meinst du das? Ich hab gegen die Serverregeln verstoßen. Ey, Leute, ich möchte das auch nicht schönreden.
Ja, Floyd, dankeschön für deinen Twitch Prime Sub. Viel wichtiger, was ist mit den Aussagen der beiden Akten? Ich muss mir Gedanken machen, ob ich auf den Server noch spiele, Leute. Freitag ist auf jeden Fall der nächste Stream, dann gucken wir mal. So 19 Uhr oder sowas. Samko, danke. Ja Leute, ich habe das aber nicht gemacht. Ich möchte das noch kurz sagen, um euch Unterhaltung hier zu bieten oder so, sondern es ging mir einfach auf den Sack. Es ging mir einfach so hart auf den Sack. Die Leute, die kommen da, rutschen über die Autos drüber, legen da Böller drauf oder was auch immer die da drauf legen, die legen da Lagerfeuer aufs Auto, rutschen da rum und machen so viel Scheiße. Und dann ist es so, dass ich dann da kommt, dann erzählen die mir, der Support hier erzählt mir ja, das IA war unterwegs 2 Stunden lang. Bei mir haben sie 1/2 Stunde gebraucht. So, weißt du, also sorry. Nee, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Nee, der ist kein Anfänger, Mary. Aber du hast recht, was du sagst. Bin ich bei dir. Das Problem ist, Leute, pass auf. Das Problem ist... Ey, Big Bo, mal ganz im Ernst... Ja, was soll ich dazu sagen? Natschi, Glückwunsch übrigens zum Partner. Ja, auf Twitch. Oh nein. Hallo! Hallo, mein Freund! Jigo, warte mal, bist du das? Jigo? Ja. Was machst du denn da drüben, Mann? Dein Bruder hat mir Brief gegeben. Echt? Ja, der hat gesagt, du bist ein Hundesohn. Ey, komm ich mal 7 Tage besuchen jetzt hier. Komm mal, Jigo. Okay, 7 Tage. Aber hast du Seife? Okay, komm. Ja, ich hab Seife dabei, alles Arschloch wartet auf dich. Bis gleich. Okay. Ach, Leute. Ein lustiger, sehr interessanter Abend. Ich werde beim nächsten Stream, ich bin jetzt einfach nur ein bisschen zu platt dafür. Ohne Witz. Homestay kannst du vergessen. Warum? Warum kann ich Homestay vergessen? Zehn Minuten hat es gedauert, bis ich gebannt wurde. Ja. Der Böllerwerfer, der ist wahrscheinlich munter und läuft durch True Life. Da hast du recht, Big Bo, da bin ich bei dir. Ich hätte so cool, ich wollte den Charakter von Theo so fertig machen, Alter. Schade. Müssen wir 1 Woche verschieben.
Ich möchte jetzt auch nicht, dass ihr irgendwie den Uni an, den Unhold irgendwie angeht oder so, ne? Ja, Leute, ich gehe mal ins Bett. Ja, danke auf jeden Fall an alle, die dabei sind. Lasst gerne ein Follow da. Freitag um, keine Ahnung, 19 Uhr erkläre ich euch nochmal was. Ja. War auf jeden Fall interessant. Schlaf gut, Leute, und wir sehen uns und lasst den lieben Theo mal einen Gruß da. Bis Freitag, Leute. Freitag geht's hier weiter. Ja, wir gucken mal. GTA-RP auf jeden Fall. Wie und so, das seht ihr dann.